So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Kollegen haben sich das letzte Mal über den Hintergrund beschwert. Jetzt mit Zitronenbäumchen zu meiner Rechten und der vereint mit meiner Frau Blu-ray und DVD-Sammlung zu meiner Linken. Also, aber wir sprechen nicht über DVDs, wir sprechen nicht über Zitronenbäumchen, sondern wir sprechen über Gold und Silber. Und hat sich so in der Woche einiges getan, und zwar nicht unbedingt zum Besten. Die Marke von 1.850 Dollar, letzte Woche haben wir schon angesprochen, sah so aus, ob sie nicht hält, und tatsächlich hat sie nicht gehalten, wir sind nach unten durchgebrochen, quasi direkt auf die 200-Tage-Linie ausgesetzt. Wir haben kurzzeitig, notierten wir sogar unter der Marke von 1.800 Dollar, konnten uns dann die letzten Tage wieder ein bisschen nach oben arbeiten, ohne dass dabei relativ viel Schwung aufkam. Aber wenn wir was Gutes an dieser Situation entnehmen wollen, dann das: Wir haben endlich dieses tiefere Tief, über das wir schon seit, ach Gott, bei Goldfolio 2,5 Monate oder so geschrieben haben, und endlich sind wir nach unten durchgebrochen. Endlich heißt nicht, dass ich mich freue, dass wir tiefere Kurse sehen, aber endlich heißt, dass es danach ausschaut, als ob der Markt gereinigt wird und wir jetzt an einer Bodenbildung arbeiten können. Also es wird ein Prozess werden. Wir werden vermutlich irgendwann dann einfach nach oben durchstarten. Wenn man sich so ein bisschen die Historie anschaut der letzten Jahre, dann sieht man, dass Gold sehr, sehr häufig im Dezember seinen temporären Boden eingezogen hat. Und im Prinzip sieht man so ein bisschen Parallelen, wie wir sie zuletzt bei der Wahl von bald nicht mehr Präsident Donald Trump gesehen haben. Auch damals, 2016, kam nach der Wahl so ein Druck auf. Wir haben dann erst so im Dezember so erste Stabilisierung gesehen. Wir hatten übrigens auch 2015 den Boden im Dezember eingezogen, haben sie dann nach oben getreten, der famosen Rallye, bis in den Sommer 2016 hinein. Wird es ähnlich werden? Naja, wir haben einige technische Indikatoren, die eine überverkaufte Situation anzeigen, die stärker überverkauft ist, als sie zum Beispiel im März dieses Jahres gewesen ist, als wir durch diese Corona-Krise so eingebrochen sind. Von daher deutet sich schon eine relativ große Bewegung an. Was ich ganz gerne sehen möchte, sind, dass wir ein paar positive Divergenzen ausbilden, sprich, dass wenn Gold nochmal zurückkommt, dann diese technischen Indikatoren keine neuen Tiefs mehr vollziehen und der MACD vielleicht dann doch oben eintritt. Das wäre so eine Initialzündung, glaube ich, dass der Markt bereit ist, nach oben durchzusteigen. Vielleicht werfen wir einen ganz kurzen Blick auf Silber. Auch da haben wir sind wir nochmal eingebrochen, aber wir haben kein neues zyklisches Tief. Ich hoffe, man sieht es im Linienchart, ja, einigermaßen. Wir haben kein neues zyklisches Tief mehr gemacht, und das war auch das, was ich eigentlich geschrieben hatte. Wenn irgendwas kein zyklisches Tief mehr machen sollte, dann ist es Silber. Bei Gold und bei den Minenaktien war es eben drin, aber Silber ähnlich. Auch hier fehlt noch so ein bisschen dieser letzte, sagen wir mal, Klick in Form von positiven Divergenzen, die sich ausbilden, um eben Startsignal zu geben. Aber auch da denke ich eher, dass wir eher von Tagen oder Wochen, denn von Monaten reden, dass es hier wieder deutlicher bergauf geht. Und ich glaube nach wie vor, dass wir Kurse über 30 Dollar sehen werden. Wahrscheinlich dann, Weihnachten ist sicherlich zu ambitioniert, aber ich denke, im ersten Quartal des kommenden Jahres sollte es dann wieder soweit sein. Diese ganze Korrekturwelle bei Gold, Silber, Minenaktien hat natürlich länger gedauert, als wir uns das alle gewünscht haben oder vorgestellt haben. Und ich kenne auch niemanden, der einfach bewusst gesagt hat, das wird uns jetzt die nächsten 4 Monate beschäftigen. Es ist leider so, es ist nicht zu ändern. Es ist Gold, es ist immer so ein Markt, der extreme Rallyes, extreme Korrekturen, teilweise extreme Korrekturen im Sinn von Kursen, aber teilweise eben auch auf der Zeitebene. Aber wie gesagt, wir können es nicht ändern, und es deutet wieder darauf hin, dass wir uns am Ende dieser Korrektur befinden, die jetzt mittlerweile von Anfang August angefangen hat, beziehungsweise ja, im September war dann dieser große Rutsch nach unten gewesen, aber Ende August, Anfang September war dieser große Rutsch nach unten gewesen, aber wir sind jetzt seit 3 bis 4 Monaten in dieser Korrektur. Wie gesagt, zeitlich längst überfällig, dass sie beendet wird, und jetzt schaut es eben auch vom Chart her so aus. Dieses neue Tief bei Gold und bei den Goldminen auch, wenn es was Gutes hat, was eben relativ wahrscheinlich ist, dass wir jetzt den Markt bereinigt haben. Und wenn wir uns jetzt die Charts anschauen, jetzt haben wir nochmal Gold, warum auch immer. Wenn wir uns jetzt mal zu Barrick Gold durcharbeiten, die habe ich als erste dabei, ohne dass es jetzt großartig Neuigkeiten gibt. Schauen Sie sich den Chart an, schauen Sie sich, wo die Aktie hingefallen ist, und schauen Sie sich die Bewegung an. Das würde ich mal als Kapitulationsbewegung bei Barrick Gold beschreiben. Und wenn wir jetzt die nächsten 2 Charts noch anschauen können, das ist Newman, habe ich noch mit dabei. Haben wir im Prinzip die gleiche Bewegung. Wir haben so einen extremen Abverkauf jetzt zum Ende hin. Ja, Barrick ist ein bisschen tiefer gefallen im Vergleich zum Juni.
Newman kann momentan das Unitief noch halten. Bei Barracks sind wir mittlerweile in Kursen, die wir zuerst im April gesehen haben, aber so viel Unterschied macht das nicht. Kollege, super, nochmal zurückgeschaltet, das sieht man so relativ gut, das ist unter das Unitief gefallen bei Barrick Gold. Bei Newman konnte man das Unitief halten. Ich habe auch nochmal B2Gold mitgebracht. Auch da sehen Sie im Prinzip am Ende oder was wir jetzt die letzten Tage oder zwei Wochen gesehen haben, das ist im Prinzip eine Kapitulationsbewegung. Auch hier die Aktie ist durchgebrochen unter das Unitief. Das ist aber eine Kapitulationsbewegung und sowas sieht man eben sehr, sehr häufig am Ende von der Korrektur. Es sind auffallend vor allem die großen Werte, die unter Druck geraten momentan. Und das heißt für mich nichts anderes als das Anleger. Das sind große Werte, sind meist dann auch die Werte, die in ETFs oder in Fonds hochkapitalisiert sind. Das heißt, wenn Anleger ihr Geld aus ETFs oder Fonds abziehen, dann geraten eben diese Aktien am stärksten oder am schnellsten unter Druck. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt so eine Kapitulationsphase ist, in die wir eingetreten sind. Das heißt, man weiß nicht, dass es morgen vorbei ist, aber das heißt, dass wir, wie gesagt, anders auch schon bei Gold gesagt, dass wir eher am Ende von diesem kompletten Korrektur stehen sollten. Und das eigentlich so diese Bewegung ist, die diesen Markt normalerweise am Ende oder zum Ende hin bereinigt. Was habe ich denn noch für Sie dabei? Ich weiß, was ich für Sie dabei habe. Ich weiß nur leider die Reihenfolge nicht. K92, muss ich gleich mal disclaimen, habe ich selbst ein paar Stücke im Depot liegen. Die Aktie hat sich relativ gut gehalten. Man hat jetzt dieses Chat-Depot gefunden und das ist ähnlich zum Cora-Depot. Man hat jetzt schon relativ gut gebohrt und man hat eben auch erst die metallurgischen Tests gemacht und hat gesehen, oh, das sind erstaunliche Ähnlichkeiten zu Cora. Cora ist alleine schon knapp 5 Millionen Unzen groß. Wenn man jetzt bei Chat nochmal, was weiß ich, 2, 3 Millionen Unzen nachweisen kann, dann hat man insgesamt auf dieser Mine, auf diesem Projekt schon 7, 8 Millionen Unzen Gold nachgewiesen. Und das wiederum ist natürlich eine extreme Menge, vor allem alles hochgradig und alles mit einer ähnlichen Metallurgie. Ich glaube, das dürfte viele größere Produzenten interessieren. Klar, Papua-Neuguinea schreckt ein bisschen ab auf den ersten Blick, aber bislang hat Kane eigentlich zugewiesen, dass man dort eine Mine sehr profitabel betreiben kann. Von daher denke ich nach wie vor, dass irgendwann mal einer, insbesondere dann, wenn der Bullenmarkt voranschreitet, irgendwann mal einer kommt und sagt, hey Jungs, das ist ein cooles Projekt, das würde man gerne in unserem Konzern sehen. Zumal ja auch nochmal die nächste Erweiterungsstufe im Prinzip schon geplant ist und demnächst wir auch dann eine erste Studie dafür bekommen werden. So, kommen wir zur nächsten Aktie. Auch da muss ich wieder auf den Kollegen warten, weil ich natürlich keine Ahnung habe, was als nächstes kommt. Equinox Gold. Auf den ersten Blick kann man sagen, Equinox hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Auch hier sieht man, wir haben das Unity verteidigt. Allerdings hat man Probleme mit der Los Filos-Mine in Mexiko. Die war blockiert gewesen von Anwohnern. Das kommt in Mexiko ab und zu mal vor. Da ist man unzufrieden mit Abgaben, Bezahlung, Jobs, was auch immer. Und dann blockiert man die Zufahrt zur Mine. Dann wird das Ganze aufgelöst. Und 2 Tage später waren die ersten wieder da und haben gesagt, ja, die Einigung gefällt uns doch nicht so. Machen wir wieder dicht und das Ganze. Von daher, es werden wieder Gespräche geführt. Die Vergangenheit zeigt bei solchen Sachen, das ist ein temporäres Phänomen, würde ich nicht allzu hoch hängen. Aber klar, in so einem Marktumfeld auch nicht gerade die positive Nachricht, die man hören möchte. Dort sind, glaube ich, das Equinox, was ja ein Ross Beatty Deal ist, noch einiges an Potenzial nach oben hat. Ich glaube, ich habe noch eine Aktie dabei und das müsste Marathon Gold sein, wenn mein Gehirn noch einigermaßen funktioniert. Marathon Gold ist sogar auf Allzeit hochgeklettert, nachdem gestern bekannt geworden ist, dass man ein Placement macht mit Pierre Lassonde, die Franco-Nevada-Gründer, Minenlegende, ist hier eingestiegen und das hat der Aktie nochmal einen Schub gegeben. Marathon Gold hat ich mal vorgestellt vor einem Spezialreport vor, ich glaube, es war Weihnachten 2018, wenn ich mich nicht alles täusche. Aktie hat sich sehr gut entwickelt, ein Projekt, das Valentine-Projekt in Neufundland und ich glaube tatsächlich, das ist eins der Projekte, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass es zu einer Mine transformiert wird. So, das war es heute im Schnelldurchlauf. Großartige Neuigkeiten gab es auch nicht und es macht auch wenig Sinn, dass Sie jetzt gerade suchen, wieso die eine Aktie 1% mehr verloren hat als die andere. Wir sind in so einer Kapitulationsphase und da wird dann häufig alles einfach mal auf den Markt geworfen. Ein Hinweis noch, jawohl, Sky-Moderatoren machen ja auch Werbung, machen wir das auch mal. Wir haben 20% auf alles, also nicht nur auf Minenaktien, leider Gottes, sondern auf alle unsere Produkte im Shop bei der Börsenmedien AG. Und unter anderem zum Beispiel, wenn Sie Goldfolio momentan des Jahres Abo bekommen Sie 20% Rabatt. Normalerweise würden Sie jetzt sagen, so wie Gold gerade läuft, jetzt auch noch einen Goldbrief abonnieren, das ist doch irgendwie sinnlos. Ich sage Ihnen,
abonnieren Sie wieder am Boden von dem Markt, also auf dem Top. Wenn Sie auf dem Top abonnieren, haben Sie vielleicht kurzfristig ein besseres Gefühl, weil Sie, was weiß ich, bei 2200 Dollar dann abonnieren und sagen, ja, das läuft gerade super, aber Ihre Chancen auf große Gewinne sind dann eher am Boden höher. Aber ich weiß, dass das psychologisch immer ein schwieriger Schritt ist. Aber wenn Sie möchten, schauen Sie vorbei. Und wenn Sie nicht möchten, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn Sie möchten. In dem Sinn, Servus, machen Sie es gut.